Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und wenn es das Leid hat, ihr habt Astmaterial, ihr habt große Baumhecken oder viel Gebüsch und ihr müsst es immer mit einem kleinen Spulzeug häckseln, wo ewig nicht gescheit geht, da gibt es auch was Leistungsfähigeres. Das ist jetzt von der Firma Elliott, das ist ein belgischer Hersteller. Die bauen super Profigeräte und zwar ist das jetzt die Starkstromausführung. Ein Vorteil vom Starkstrommotor, der hat wesentlich mehr Drehmoment und Power als ein normaler Lichtstrommotor. Deswegen würde ich euch immer raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt es mit Starkstrom- oder Benzinmotor, weil ihr habt dann mehr Power. Also es gibt es, wie gesagt, auch mit Lichtstrommotor, aber besser ist mit Starkstrom. Unterschied zu den meisten anderen Häcksler. Alles hier Metall. Also wenn einer wirklich einen stabilen Häcksler haben möchte, den wo er ewig lang hat, dann heizt er mit dem richtig. Ihr habt hier einen Auswurf auch, also ihr könnt es dann irgendwo auf dem Anhänger oder woanders aufhäckseln. Den kann man hier auch vom Kamin her einstellen. Hier weiter oder weniger weit. Also zum Beispiel, wenn ihr so eine Baumhecke habt, dann könnt ihr das da reinhäckseln. Dann habt ihr im Unterschied zu den meisten anderen Häcksler, ich vergleiche es mit einem Balkenmäher, die haben so Dreiecksmesser, die sind so schräg angeordnet. Der Vorteil von dem System, die Messer arbeiten nach dem Hackprinzip. Das heißt, ihr habt dann wie einen Selbsteinzug durch die Anordnung der Messer und die schneiden auch noch relativ gut, wenn sie nicht mehr ganz so scharf sind, weil ja das wie eine Axt funktioniert, also das Holz auseinanderspaltet. Also es wird damit auch sehr fein. Können wir mal schauen, ob man das so sieht. Ich leuchte mal mit einer Taschenlampe vergessen. Ich hoffe, dass man sehen kann, die Messer. Das sind wie gesagt so dreieckig, die haben geschraubt mit richtigen Schrauben, mit Stoppmuttern. Also wenn ihr die mal tauschen müsst, die kriegt ihr ja auch auf, wenn das Ding einmal ein bisschen rostig werden soll im Laufe der Jahre. Und ihr könnt die Messer auch umdrehen, also ihr könnt es beidseitig nutzen. Also die Häcksler gibt es auch ganz groß, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht mit großem Benzin-Zweizylinder-Motor. Hier ist jetzt heute mal eine kleinere Ausführung. Ihr habt Luftbereifung, also ihr könnt damit auch wie hier, wenn es nicht mehr ganz so eben ist, gut reinfahren. Einen gescheiten, stabilen Griff, wo man den ganzen nehmen kann zum Rumfahren. Könnt ihr es überall hinrollen im Garten, wo ihr heizt. Und wenn wirklich einmal was verstopfen sollte, da ist eine Kurbel dabei. Hier braucht man bloß runterschrauben. Hier. Dann tut man die so raus. Und hier ist extra Öffnung. Macht man hier so auf. Und dann kann man die so draufstecken. Muss man halten, weil das mit Sicherheitsding, da man es nicht stecken lassen kann, dass nichts passieren kann. Und dann könnt ihr es hier wieder sozusagen frei machen, wenn es euch wirklich einmal verstopfen sollte. Ist im Lieferumfang enthalten. Man kann aber auch hier vorne, da ist eine Öffnung. Einfach hier aufdrehen. Und immer ein längeres Gewinde, dass der Häcksler auch gewiss dabei steht, dass da nichts passieren kann, wenn man den ausschaltet. Natürlich immer einen Strom abstecken, wenn sie irgendwas zerlegt, aus Sicherheitsgründen. Und dann das einfach nach unten hier rausziehen. So. Moment, muss ich jetzt mal schauen. Der ist vorne eingehängt. So, ganz nach unten drücken. Und dann kann man es, wenn man will, hier auch ganz rausnehmen. Also ihr könnt es da super gut hin an das Häckselwerk. Jetzt sieht man auch schön die Messer. Aufpassen, die Dinger sind ultra scharf, also ihr schneidet euch da wirklich leicht. Sind auch leicht eingeölt, dass da nichts rosten kann, weil Messer, wo rosten können, schneiden immer besser, als wenn ihr ein Edelstahlmesser oder Vergleichbares habt. Und da sieht man es auch hier, die Messer sind schön geschraubt und ihr könnt die Klingen auch umdrehen. Also ihr habt da wirklich eine stabile Geschichte. Gut, dann werden wir mal das wieder einhängen.
Also man muss da erst unten reingehen, dann zwei so Führungsnasen dran, die werden einfach bloß eingehängt. Und dann ziehen wir das hier wieder nach oben. Ein bisschen mit Schwung rauf und da wieder reinschrauben. Also wenn es da wirklich einmal was sein sollte, dass was verstopft ist, einmal habt ihr die Kurbel und einmal habt ihr den Deckel, damit das auch wieder alles frei kriegt. Aber normalerweise verstopft das Gerät nicht leicht. So, die Kurbel werden wir wieder dahin. Einfach hier reinstecken, einhängen, zudrehen. Also ihr habt das immer am Gerät dabei. Ihr könnt den Motor hier verschieben auch, der hat Langlöcher, dass man entsprechend den Riemen immer optimal spannen kann. Da dran denken, entweder selber oder von eurer Werkstatt ab und zu auch nachspannen. Das muss halt passen, die Keilriemenspannung, dann habt ihr eine lange Freude am Gerät. Der kann jetzt bis maximal 45 mm Aststärke. Ein Unterschied zu den meisten anderen, ihr habt halt da wirklich eine schöne große Öffnung mit Sicherheitsklappe. Also wenn ihr mal ein paar Äste dran habt, dass ihr die auch gut häckseln könnt. Das zeige ich euch jetzt auch praktisch. Als erstes prüfen wir mal die Drehrichtung. Mein Starkstrom kann ja rechts oder links rumdrehen. Deswegen ist hier auch ein großer Pfeil auf dem Motor. Also der muss von vorne gesehen rechts rumdrehen. Anstecken. Dann, wenn man einschaltet, dann sieht man, ob er so rum oder so rum anläuft. Also der läuft jetzt genau verkehrt rum. Ist aber kein Problem. Also entweder ihr habt ein entsprechendes Verlängerungskabel mit Phasenwender, aber bei dem Hersteller ist der Phasenwender schon hier integriert. Also ihr braucht da nichts aufschrauben, ihr geht einfach rein mit dem Schraubendreher, drückt es rein und dann dreht ihr die Phase um. So, jetzt haben wir die Drehrichtung geändert. Jetzt dreht er richtig rum. Der wird auch abgebremst, dass er nicht so lange nachläuft. Also wichtig ist auch Schutzausrüstung. Also ihr habt im Lieferumfang einen Gehörschutz, Schutzbrille und einfache Handschuhe dabei. Also ich nehme jetzt meine ein bisschen dickeren Handschuhe, die Keiler Fit. Das heißt die Winterausführung, weil die einfach ein dickeres Leder hat auch. Man kann aber auch andere Handschuhe nehmen. Dann solltet ihr natürlich Gesichtsschutz benutzen oder Schutzbrille. Also mir ist Gesichtsschutz mit Hörschutz in Kombination lieber. Ich verlinke euch aber im Anschluss auch das Gerät und Zubehör, wenn ihr da was brauchen solltet. So. Wichtig auch, eine gescheite Hosen natürlich anziehen, dass ihr euch nicht recht verschrammt, und besser eine lange Jacke, sonst habt ihr danach ein paar Kratzer.
Also ihr habt es gesehen, ihr könnt es da schön einstellen, wie weit das fliegt. Und der haut das richtig schön klein. Also sowohl das Laub als auch das Holzmaterial wird richtig schön klein gehauen. Es gibt natürlich lange faserige Sachen, wo noch mal ein bisschen länger bleiben, aber das ist die Ausnahme. Und das Schöne ist halt an dem Gerät, ihr habt das gesehen, das war richtig verzweigt zum Teil, das Material. Bei den normalen Häckslern, wenn ihr ein paar bisschen Zweige dran habt, dann geht da überhaupt nichts mehr. Also bei dem Gerät ist das kein Problem, auch wenn das Material ein bisschen verzweigt sein sollte, kriegt ihr das ohne Probleme klein. Also wenn ihr mal einen richtig guten Profi-Häcksler wollt, auch im Privatgarten, der aber ein bisschen mehr machen möchte, und ihr steht auf Metall und sagt, das Plastikzeug ist nichts für mich, ist ein bisschen lauter, sagen wir mal so, aber er lässt natürlich keine Wünsche übrig. Auch als Elektrogerät haben wir da natürlich ein bisschen lauter, aber macht da mehr Spaß, weil da geht halt was. Also wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.